Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Two Worlds 2. Ja, wir sind wieder in Azorna gelandet und in der letzten Folge sind wir diesem Typen hier begegnet, der direkt vor uns steht. Ja, und der, ja, ist ziemlich verrückt. Der ist hier als, ist hier auf der Insel gestrandet als einziger und anscheinend, ja, hat er so eine Art Gottheit entdeckt und die werden wir uns jetzt anschauen. Komm, er wartet schon auf dich. Dann wollen wir mal sehen, wer der Kerl ist, wer der Kerl wirklich ist, Wollen wir mal sehen, wer der Kerl wirklich ist. Es war ja so klar. Ja, aber das ist auch genau der Ort, wo uns Gotarius, also nee, wo sie uns Rodgar hingeschickt hat. Denn Gotarius war ja auch immer wieder hier. Und ja, hat so getan, als würde hier irgendwas sehen finden. Und vielleicht ist Gotarius ja der Gott, von dem der Typ hier gesprochen hat. Notizen eines Toten. Toll. Hier. Ja, und wen das interessiert, kann ich mal auf Pause drücken. Das ist jetzt zu viel zum Vorlesen. Denn Und ich sollte auch mal wieder zwischenspeichern. Da haben wir Feinde. schöne Aussichten. Oh, das wundert mich jetzt aber. Vor allem, weil Schwerter ja gar nicht so effektiv sind. Das ist Billigzeug. Wahrscheinlich hätten wir die Quest schon viel eher kriegen können. Aber der Typ hat ja eigentlich grundsätzlich Angst vor Orks, denn deswegen kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass Gotarius der Gott sein soll. Oh, viele Glühwürmchen. Das ist ja schön hier. Ich glaube, hier bleibe ich mal. So für die ganze Folge einfach mal hier rumstehen. Bisschen quatschen. Nein, natürlich nicht. Das jetzt gebracht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was es bringt. Ich weiß auch nicht, wie ich genau einfach hier runterlaufen. Wahrscheinlich. Dann ist es dunkel hier. Oh, ihr seid ja alle schon tot. Das wusste ich natürlich nicht. Wann ist das dunkel hier? Ich glaube, ich werde mir meine Fackel anzünden. Hä? Geht's denn weiter? Oh, hier geht's weiter.
war ja so klar, dass der uns hier einsperrt. Ich hab Gesellschaft. Ihr habt einfach keine Chance gegen mich. An eurer Stelle würde ich es gar nicht erst probieren. Also erstmal nach links. Weil es hier wieder Glühwürmchen gibt. Yay. Sind wahrscheinlich genau gegenüber. Keine Ahnung. Da, wo wir vor uns gestanden haben. Ich weiß es nicht. Ja, an die erinnert man sich vielleicht noch gut, wenn man an die ganzen Labyrinthe denkt. Da waren die ja immer drin, diese Dark Knights, Death irgendwas. Dark Knights, ach so, sie sind alle Batmans. Batmans. Ich glaube, dafür für Batman gibt's keinen mehr. Es gibt nur einen dunklen Ritter. Der ist nicht hier. Ich frage mich, was hier am Ende auf uns warten wird. Bisher sind es ja nicht wirklich starke Gegner. Also, das ist ja schon zu einfach, wenn man an die ganzen Zombies denkt. Ich glaube, wir sind wohl falsch abgebogen. Ja, wir müssen nämlich hier hoch. Ab und zu landen sie aber auch ein Treffer. Der mir jetzt nicht wirklich Schaden macht, aber naja, was soll's. Oh, ist ja noch einer. Was soll denn der Scheiß? Das ist gut. Und toll, jetzt haben wir so eine Stinkewolke um uns rum. Ist natürlich auch sehr angenehm. Na, der ist ja schon weg. Ist denn hier unten? Goldener Siegelring, okay. Hier geht's weiter. Wir sind schon fast da. Toll, jetzt kratzt der Hund hier. Ist natürlich auch sehr angenehm. Wartet mal kurz. Da kommt Schreien, da kommt schon ein Schreien. Tacho. Fragt sie nur, wie lange der Hund hier bleiben will. Ich gucke jetzt nochmal hier hinten, weil ich gucken wollte, ob es da was gibt. Aber da gibt's nichts. Gut, dann gehen wir weiter nach unten. Ist der jetzt wieder schon wieder raus? Dieser tausende Tiere immer. Na komm. Entscheiden Sie sich. Dann will er doch nicht raus. Hey. Sonst wohl. Ach, der Hund. Ja, ist gut. Warum kommst du immer zu mir und nervst mich? Ich versteh's nicht. Also ich rede jetzt mit dem Hund, nicht mit euch. Das nicht falsch versteht jetzt. Ach ja.
Wen haben wir denn hier? Eine Schande, dass Argot sich nicht zu uns gesellen konnte. Mit wem habe ich das Vergnügen? Wer zum Teufel bist du? Und was geht hier vor sich? Gemach, gemach. Lass uns erst ein wenig Spaß miteinander haben, bevor wir uns umbringen. Ich mache auch den Anfang. Meine Freunde nennen mich Natas. Naja, sie haben es früher getan, bis ich den Schuppen angezündet habe, in dem sie übernachtet haben. Jetzt habe ich nur noch Argot und mit dem ist nicht viel anzufangen, was den Unterhaltungswert angeht. So, jetzt bist du an der Reihe. Keine albernen Spielchen. Entweder sagst du mir, was du hier machst, oder der Unterhaltungswert ist ganz auf meiner Seite. Spielverderber kann ich nicht aufstehen. Und weißt du auch warum? Weil sie das Spiel verderben. Also sei lieber kein Spielverderber. Das wäre wie bescheißen und das kann ich noch viel weniger ausstehen. Wenn ich spiele, dann selten nach Regeln. Also was jetzt, Natas? Wenn du nicht mitspielst, muss ich eben ein paar untote Ersatzspieler für dich holen. Auch sie waren mal Spielverderber. Aber inzwischen dürften sie ihre Lektion gelernt haben. Untote? Du steckst also hinter Gortarius' Visionen. Dieser Schwächling von einem Ork ist völlig in meiner Gewalt. War der große Magier zu feige, um selbst zu kommen? Was genau bezweckst du eigentlich mit der ganzen Sache? Moment mal. Dir sind diese stinkenden Bastarde tatsächlich wichtig, habe ich recht? Am Ende glaubst du noch, dass sie deine Freunde sind? Dann wollen wir doch mal sehen, ob sie zu deiner Rettung herbeieilen, wenn sie riechen, wie ich dir das Fleisch von den Knochen schmelze. Das wollen wir doch mal sehen. Oh. Oh, was sehe ich denn da? Oh ja, er macht, er hat sehr gute Chancen, hier zu gewinnen. Erstmal übelst der Special Move und dann sowas. Ja, und das war's auch schon. Das war eine sehr gefährliche Sache. Und der soll ein Gott sein? Also ganz ehrlich. Habe ich mehr erwartet. Aber ich glaube, die Queste war auch für einen früheren Zeitpunkt bestimmt und nicht für jetzt erst. Oh, aber da viel Zeug dabei. Viel Nekromantenzeug. So, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt muss ich nur gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Müssen einfach nur geradeaus gehen. Gut. Ach, scheiße. Ja. Das passiert aber immer und immer wieder. Wenn wir jetzt auf die Seite wieder rauskommen. Ah. Was? Nein, nein! Aber wie? Hör auf zu jammern. Na, das war kein Gott. Er war ein Nekromant. Nichts weiter. Du wagst es, seinen Namen in den Mund zu nehmen? Hör zu, Freundchen. Ich glaube, es wird Zeit für dich zu konvertieren. Such dir einen anderen Gott aus. Du wirst mir deine Sünden bezahlen. Was sind meine Augen? Sorry. Aber es musste wohl sein. Das war sowieso kein schönes Leben mehr, was du geführt hast. Ich habe dich also erlöst. So, nun denn. Jetzt können wir theoretisch nochmal zum Teleporter gehen und dann Bescheid geben, dass die Sache geklärt wurde. Ja, mache ich. Bin doch schon unterwegs. So, Rock da.
Ziemlich dunkel und kalt. Hm. Ja. Versprechend, würde ich sagen. Gefällt mir auch immer am liebsten. Dunkel und kalt. Da fühlt man sich immer wie zu Hause. Hi, Dafa. Ich nehme an, die Sache mit Gortarius hat sich in Wohlgefallen aufgelöst? Ich denke ja. Ich habe da einen seltsamen Kerl umgelegt. Ich vermute, dass seine magischen Kräfte Gortarius' Zustand hervorgerufen haben. Gut, dann kann er endlich wieder seinen Pflichten nachkommen. Du kannst dich später bedanken. Du hast getan, was notwendig war. Mehr nicht. Ich werde es mir für die Zukunft merken. Etwas anderes erwarte ich auch nicht von dir. Und nun lass mich in Ruhe. Hey. Die mir nie Belohnung zugestehen, ey. Das ist echt ein bisschen gemein. Können wir jetzt einfach den Teleporter hier von Gortarius nehmen? Ich glaube schon. Als wir im Butter Gortarius aus nicht bedanken. Und wie... Was sonst? Der Teleporter hier funktioniert nicht. Warum funktioniert dein Teleporter nicht mehr, Gortarius, Mann? Was ist denn das? Was soll denn der Scheiß? Ja. Hier geht's lang. Gut, dann machen wir uns mal in ein neues Gebiet auf. Und zwar dieses hier, Vakma. Was sehen meine Augen? Ist ja... seid ihr wahnsinnig? Und will denn nur die Kleinen halt, Ränke, Mann? Nimm doch einen Großen. Seid ihr wahnsinnig, ey. Aber, ach du Scheiße, mega leck. Ich hoffe, das Spiel verabschiedet sich nicht. Oh nein. Scheiße. Das heißt, ich glaube, das Spiel total... Das Spiel ist gefreezed. Ja, und da werde ich jetzt hier eine kleine Aufnahmepause machen müssen. Wir sehen uns gleich wieder. Aber ich sehe auch schon gerade, dass die Zeit jetzt eh schon sehr fortgeschritten ist. Die 10 Minuten haben wir sowieso schon erreicht. Deshalb, ja, keine Ahnung, was das jetzt gerade war mit dem Build-Freeze hier. Auf jeden Fall werden wir dann in der nächsten Folge gucken, ob wir diese Mistviecher hier schlagen können. Ey, das ist ja schon ein bisschen krass. Und ja, in der nächsten Folge, ja, werden wir es versuchen. Und keine Ahnung, was uns in dieser Welt hier noch erwarten wird. Das sah ja schon ziemlich gruselig aus. Es wird nicht besser von den Welten irgendwie. Die Gegner werden nicht einfach. Naja, in der nächsten Folge schauen wir uns weiter um und versuchen die Monster zu killen. Ja, und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Human, how can you be certain? Hope.